Ja, das ist meine damalige, das ist ein Theaterleiter, der Christian. Der ist auch ein Stunker. Und wir haben ja das im Jahr 96, so eine Winterpause mit Jugendtheater, hat er gesagt: Ozan, hast du Lust, einfach bei der Stundensitzung ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld verdienen? Sowieso haben wir eine Winterpause. Kannst du hinter der Bühne, das als Mikrofonie, das als Techniker arbeiten? Da habe ich gesagt: Ja, warum nicht? Ja, mache ich gerne. Und dann Januar, das fängt er an. Und dann habe ich fast 4 Jahre bei der Stummsitzung hinter der Bühne als Mikrofontechniker gearbeitet habe. Natürlich, die waren aber so offener. Die haben mich in den offenen Arm mich genommen, wirklich wie eine Familie. Das war ganz schnell, das habe ich dann gesagt: Ach, ich gehöre hin, dass die haben mich auch so genommen haben. Und dann war im Jahr 1999 das Lied, das von Tarkan, Şimarık, diese Kiss-Kiss, sehr, das ist populär. Und dann der Hausband der Kölner Stummsitzung, der Ecke Pieper, hat mich gefragt: Ozan, hast du Lust, diese Kiss-Kiss auf Deutsch, bisschen Kölsch, kannst du dir vorstellen, singen? Und jeden Abend bist du ja da. Ich habe gesagt: Okay, das warum nicht? Im Jahr 2000, tatsächlich war das für mich einfach ein richtiger Moment, richtige Zeit und richtiger Ort. Da bin ich auf die Bühne gegangen und wirklich wie ein Hollywood-Film. Alle Leute haben aufgestanden und mit mir zusammen getanzt. Und dann war das nochmal Zugabe gegeben und dann am Ende der Show nochmal. Und dann danach, das haben mir Kollegen haben gesagt: Okay, Ozan, nächstes Jahr bist du dabei. Seit 20 Jahren bin ich auf der Bühne. Und dann habe ich dann gesagt: Okay, tatsächlich brauchen wir eine Kunstform, dass wir einfach diese Brücke zu bauen. Ich finde, das ist seit 2000, das ist auch viele türkische Kabarettisten, Komiker, sind in Deutschland sehr erfolgreich sind. Das heißt, dann haben angefangen von uns was erzählen. Und dann, die waren ja sehr, sehr, auch das ein deutsches Publikum war ja sehr, sehr zurückhaltender. Und die haben auch gesagt, das einfach: Oh, dürfen wir nichts, irgendwas einfach Böses sagen oder über andere Kultur lustig machen. Aber wir haben gesagt: Nein, ich mache das erst ich, also über mich lustig. Dann die war das einfach, die Leute waren, Zuschauer waren locker. Als ich dann auf die Bühne kam, klar, das ist ja Ethno-Comedy angeht, aus England geschwappt worden. Denn hier in Deutschland war der jetzt einfach später angekommen. Aber trotzdem seit 2000 mit Kaya Jana, Fatih Çevikoğlu, Serdar Somuncu und Bülent Ceylan, die alle waren tatsächlich dieses Tor, das geöffnet worden. Und die Leute sind in diesen fremde Kultur auch, dass sie näher gekommen sind, weil die haben angefangen, von die Komiker auf der Bühne, was die Witz gemacht haben über Türken, was wir auch selber machen, dann es hat sich gelockert. Deswegen, ich finde das einfach in diesem Sinne, Integration mit Kunst sehr, sehr wichtig.